Hey Mallorca-Lovers, dies ist ein Podcast für Mallorca-Liebhaber von Mallorca-Auswanderern, die ihre spannende Geschichte erzählen, wieso, weshalb, warum sie auf Mallorca sind, wovon sie leben und was das Besondere ist an dieser Insel, die Mallorca-Magie. Also viel Spaß auf spannende Mallorca-Geschichten. Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge vom My Mallorca Auswanderer Podcast. Heute bin ich in Santa Ponsa bei der lieben Ines. Und Ines ist sowas wie eine Kollegin von mir. Denn Ines kommt auch aus der Beauty-Branche. Aber das war nicht immer so. Und für Ines ist es Mallorca 2.0. Und ja, ihre Geschichte erzählt sie euch jetzt persönlich. Es wird sehr spannend. Also, ihr Lieben, viel Spaß und herzlich willkommen, Ines. Hallo Sarah, danke, dass du mich besuchen kommst. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Du hast einen Kontakt von einem gemeinsamen Freund von uns, der auch schon in meinem Podcast war. Und ja, erzähl mal, wie lange bist du jetzt schon auf Mallorca und warum? Also, wie gesagt, jetzt bin ich erst das zweite Mal seit August 2019 mit meiner Tochter bin ich hergekommen, durch die Arbeit. War sehr spontan, hatten wir 3 Wochen Zeit zum Überlegen, ja, nein, machen wir. Und die andere Vorgeschichte ist, dass ich schon mal 10 Jahre auf der Insel war. Mit 27 bin ich gekommen. Und das war, was hast du gesagt, 1993 bis 2003. Da hatte ich dann ein eigenes Geschäft, also mit einer Freundin zusammen, eine Boutique in Portalsnaus oben im Dorf. Und zum Wareneinkauf, um das kurz zu fassen, bin ich nach München geflogen. In München haben wir da die Ware eingekauft für unsere Boutique, also es war für eine spezielle Firma, und war auf dem Weihnachtsmarkt und der Klassiker und habe da den Vater meines Kindes kennengelernt und lieben gelernt. Aber warte, du springst jetzt so schnell. Du bist 93 gekommen, dann hattest du hier eine Boutique. Ja. Und hast dann 10 Jahre hier gelebt, glücklich, genau. Und zufrieden. Ja, sehr glücklich. Und dann, der Einkauf war ja nicht so im ersten Jahr, sondern nach 10 Jahren, also. Also ungefähr. Das war 2002, also 2001 haben wir die Boutique eröffnet, 2002 habe ich den Vater meines Kindes kennengelernt, Ende, also im Dezember. Ja, und davor, ja, da hat man so ein bisschen gelebt, dann hatte ich meinen Freund, dann hat man eine Diskothek aufgemacht gehabt in Pagero und ja, wie das so ist. Hat man sich so über Wasser gehalten, dann hatte ich damals in Deutschland ganz früher ein Nagelstudio, dann habe ich hier auf selbstständige Basis Fingernägel gemacht und bin immer zu den Kunden nach Hause gefahren. Und dann, wie gesagt, also war dann der Sprung, dann habe ich den Mann meines, den Vater meines Kindes kennengelernt, 2002 Dezember. Und 2003 bin ich dann im Mai nach Deutschland, weil er nicht hierher kommen wollte und ich dann schon langsam guten Bauch bekommen hatte. Musste dann überlegen, was mache ich nicht. Bin aus der Boutique raus, meine Freundin hat es weitergemacht, die Boutique, und habe dann Mallorca schweren Herzens verlassen für die Liebe. Für die Familie auch, ne? Für die Familie. Ne? Deine heile Familie. Genau, war mal ein bisschen blind, aber das ist ja so. Und dann war ich bei München. Dann ist. Bist du in München gelandet, weil der Vater deines Kindes daher kam? Genau. Ah, okay. Ich bin ja gebürtig aus Dresden. Verstehe. So, mein Kind ist dann in München zur Welt gekommen. Und dann wollte ich ursprünglich, also dann war die Beziehung vorbei auch ganz schnell, wie das so ist. Dann wollte ich wieder zurück. Und dann hatte ich mir überlegt, was mache ich? Nee, dann habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen und habe dann erstmal München gelebt. Und dann kam ich durch eine Bekannte ans Permanent-Make-up, weil ich war auch pigmentiert, hatte ich damals in Palma machen lassen, also Jahre davor. Und hatte mir dann überlegt, bei dieser namhaften Firma die Ausbildung zu machen. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und viele Jahre da gearbeitet. Dann
bin ich dann mit der Chefin in ein kleines Studio weitergezogen, Kosmetikstudio, wo wir dann weiter permanent Make-up zu zweit gemacht haben. Und in Kurzfassung bin ich dann halt 2019 mit Sack und Pack, innerhalb von 3 Wochen haben wir uns das dann überlegt, mit meinem Kind im August wieder nach Mallorca gezogen, habe da wieder mit meiner Ex-Chefin zusammen permanent Make-up gearbeitet, zusammen haben wir gearbeitet und pigmentiert, Tag ein, Tag aus, bis dann Corona kam im März 2020 und kurz davor hatte ich mich selbstständig gemacht und bin jetzt auf selbstständiger Basis, mache ich permanent Make-up und Beauty-Kosmetik. Sehr interessant. Schön. Also, da treffen sich dann ja auch unsere Wege quasi, denn ich komme ja auch aus der Branche. Man kennt sich, Also wir kannten uns nicht, aber man kennt sich so, man kennt deine Chefin und so. Also, und dann hast du dich selbstständig gemacht und hast dich spezialisiert auf Permanent-Make-up, kann man ja so sagen, ne? Das kann man so sagen. Das ist sehr interessant und du hast dich auch spezialisiert auf Retuschierung von verhunzten Permanent-Make-up, genau. Denn das gibt es heute sehr oft. Genau, ganz genau so ist es leider. Das ist gut zu wissen. Und du machst auch Männer. Ja. Bei Männer Haarimitation kann man... Haaransätze, die kreisrundige Haarausfall haben. Das haben ja auch Frauen, ne? Das haben viele Frauen. Narbenretuschierung, das haben auch viele Männer. Dann eine Spezialisierung ist gezielt auch auf diejenigen Personen, die Krebs hatten, Haarausfall, keine Augenbrauen. Bei Männern kann man auch einen zarten Lidstrich machen, damit das so ausschaut, als hätten sie wieder ein bisschen Wimpern. Das ist natürlich kein richtiger tiefer Lidstrich, sondern es ist nur eine Schattierung, eine ganz zarte. Mhm. Und Augenbrauen muss man natürlich ein bisschen anders pigmentieren als bei Frauen. Aber macht man ganz natürlich mit Vorzeichnung und dann die Pigmentierung. Und wie gesagt, Haaransatz, Narbenretuschierung, auch vom Facelifting, bei der Brustwarze, das kann man machen. Und oder diese Hasenscharte. Mhm, die Narbe auch, ne? Weil die Haut ja immer eine andere Farbe hat. Das kann man natürlich dann sehr gut pigmentieren. Mhm, ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe in Deutschland immer einmal im Monat gratis Augenbrauen gemacht für Menschen, die ihre Augenbrauen oder ihre Haare verloren haben durch Krankheit, ne? Ganz viel Alopecia-Kunden hatte ich und eben auch nach Krebs und Chemo. Sehr dankbare Kunden und das war immer so meine Spende. Du machst auch Brustwarzen, finde ich auch sehr interessant, habe ich auch mal gelernt. Aber wie gesagt, diese Narbenkorrektur ist auch sehr schön, weil eine Narbe hat immer eine andere Farbe als die umliegende Haut, das Hautgewebe. Ne? Und das kann man super angleichen mit Camouflagefarben und so. Ne? Ist natürlich nie mit einer Behandlung getan. Ne? Das muss man immer schauen, wie nimmt die Haut an, die Narbe, die Farbe, wie die Haltbarkeit und nach so 3 Wochen kann man dann eine Nachbehandlung machen und dann schaut man, wie kommt die Farbe raus, ist ja alles aufgeschrieben in der Karteikarte, was man für eine Farbe benutzt hat, das wird ja individuell gemischt, kann man nie sagen, wir nehmen nur die Farbe, das wird immer verschiedene Farben gemischt und das ist immer so ein bisschen Bauchgefühl mit, ne? Muss man immer schauen, wenn man natürlich jahrelang darin arbeitet, in dem Beruf, hat man da ein gutes Gefühl und eine gute Sicht vom Auge her, wie nimmt die Farbe die Haut an oder die Haut die Farbe an, so rum. Und dann kann man sofort entweder gegensteuern oder intensivieren. Und das, man ist bei der ersten Pigmentierung immer etwas vorsichtiger, was natürlich auch ganz klar ist. Und in der Nachbehandlung sieht man dann, wie hat es gehalten, wie kommt es raus und kann dann immer gegensteuern oder dieselben Farben wieder benutzen zur Intensivierung. Und da sind wir beim Punkt, als ich jetzt, für mich ist es ja auch Mallorca 2.0, die Leute, die mich kennen, wissen das. Und viele haben mich auch gefragt, ob ich wieder in die Beauty-Szene, ob ich hier wieder einen Laden aufmache. War für mich überhaupt kein Gedanken, weil ich habe ein anderes Business hier.
Aber wer sind deine Kunden? Also das sind ja jetzt keine Touris, die zweimal im Urlaub zum Permanent-Make-up kommen und dann dürfen sie nicht in die Sonne und sie dürfen auch nicht baden und sie dürfen nicht ins Meer. Da eben meine Frage, deine Kunden können ja nur hier Residenten sein. Oder woher kommen deine Kunden? Also haben ja genug Residenten. Ich bin ja auch Resident und konnte auch mal mein Permanent-Make-up aufgefrischt haben. Also ist mal so gesagt, ich habe natürlich viele Kundinnen, die in Deutschland leben, meine Deutschland-Kundinnen, die extra fürs Permanent-Make-up hergeflogen kommen. Die kommen Freitag, fliegen Sonntag wieder ab. Ja. Manche, die verbinden, sind ein bisschen länger da. Ich habe auch eine Kundin, die kommt in der Früh angeflogen, nächsten Tag in der Früh wieder weg, nur zum Pigmentieren. Dann habe ich natürlich viele Kunden, die hier leben, Residenten, die mehrfach hier sind. Und viele spanische Kundschaft. Und sind die Spanier, hast du viele jetzt mit Neupigmentierung oder hast du da schon viele Retuschierungen? Retuschierung hauptsächlich deutsche Kundinnen, die irgendwo bei Billigstudios waren. Billigstudios waren, gerade Augenbrauen, da kann man natürlich, da muss man viel machen manchmal. Engländerinnen habe ich natürlich auch, weil hier in Santa Ponsa sind, das ist dann so Mundpropaganda, die kommen dann schnell mal, ein Anruf genügt und kommen dann schnell vorbei, die jetzt irgendwas noch haben wollen, wo natürlich auch irgendwo was schiefgelaufen ist. Ja, klasse. Aber dass deine Kunden extra eingeflogen kommen, ja, das kann ich verstehen, das wollten meine auch immer. Ich hatte damals noch gesagt, ich komme einmal im Jahr nach Deutschland, dann ging das nicht. Und das Einfliegen, wenn die Kunden einem vertrauen, das ist, die kommen überall hin. Das ist natürlich durch die Corona-Geschichte ist es ein bisschen schwieriger geworden. Ne? Mhm. Also am Anfang wollten so viele kommen, durch Corona konnten sie nicht kommen. Dann war ja die Ausgangssperre bei uns hier. Dann viele, die nicht so geimpft sind, jetzt geht es auch wieder nicht, weil die ja wegen Quarantäne. Und wer kann sich das dann so leisten? Ne? Mhm. Viele, die kommen dann schnell übers Wochenende, wenn sie in Quarantäne müssen, geht die ganze Geschichte nie auf. Ne? Also demzufolge muss man da schon ein bisschen Geduld haben. Die geimpft sind, kommen. Die anderen warten, bis wieder grünes Licht ist. Ja, ist ja ein Ende in Sicht. Aber jetzt warst du ja schon mal 10 Jahre hier. Dann warst du fast 15 Jahre in weg. Deutschland. Genau. Wie war das, als du wiedergekommen bist? Hast du da deine alten Kontakte? Waren die überhaupt noch da? Oder waren davon auch schon welche weg? Oder bist du gleich hergekommen? War das, als wärst du nie weg gewesen? Oder wie war das so? Also wir waren ja eine ganz große Gemeinschaft und Clique. Weil du bist ja auch am gleichen Ort wieder zurückgekehrt, ne? Ja. Ich habe immer Portals gelebt, gearbeitet. Paguera habe ich auch gewohnt, kenne da ganz viele. Da habe ich auch in der Gastronomie gearbeitet, saisonweise. Also bin da eigentlich so ganz viel unterwegs gewesen. Und dann ab 2001, 2002 fing das so an, dass manche zurückgegangen sind, manche sind aufs Festland, manche nach Thailand. Es hat sich so alles verflüchtigt. Und da wurde der Bekanntenkreis, also so, unsere Clique hat sich so ein bisschen wie aufgelöst. Und dann, manche haben geheiratet und waren dann immer so unterwegs. Man ist dann eben halt in das Alter gekommen. Ne? Das ist so, der jugendliche Druck war weg. So, und dann kam eins zum anderen, wie das eben so im Leben ist. Und dann verliert sich das so ein bisschen. So, und als ich jetzt wiederkam, also wenn wir im Urlaub waren, waren wir immer, wir waren ja also 2-3 Mal Minimum im Jahr auf der Insel, da waren wir immer in Paguera. Und da hatten wir immer Wohnungen, die wir uns gemietet haben. Und wegen Kind und Mutter, die war auch immer mit, kannten da alle. Und das war eben so schön. Und vom Publikum her ist natürlich Paguera schön. Da kannst du schön lang laufen, ist immer was los. Außer jetzt natürlich durch die Quarantäne alles und Corona-Zeit hat sich das natürlich alles so ein bisschen ledigt und wird jetzt erst wieder, dass viele Leute kommen. So, und jedenfalls, jetzt habe ich einen Faden verloren, Klassiker. Aber hast du mit deinen Leuten, die du vorher kanntest, immer Kontakt gehalten auch? Durch Facebook auch oder WhatsApp? Na, Facebook WhatsApp war ich oder? Nie und WhatsApp, nee, das hat sich irgendwie gelöst so. Und mit ein paar schon, mit meinen spanischen Freundinnen, ein paar deutsche Freunde, klar, da hat man mal im Weihnachten und Geburtstag so gratuliert und mal angerufen und mehr nicht.
Und außer wenn man auf der Insel war, da hat man geschrieben, bin auf der Insel, bist du da, kommst du, und so war das, ne? Aber die große Clique, die sich so verabschiedet hatte, das hat sich da so ein bisschen aufgelöst. Und, aber es ist immer so, wenn man auf die Insel kommt, da ist immer so Heimatgefühl gewesen. Und wenn man wieder abfliegt, trauriges Auge. So, dann ist man natürlich in Deutschland, dann ist man in dem Rädel drin mit der Arbeit, Schule, Arbeit, Kochen, Beruf und bla bla bla. Und Wintermonate ist man dann immer zum Skifahren gegangen und Sommermonate war man hier und so. Das war dann eben wie in einem Hamsterrad. Das ist eben täglich größtes Murmeltier, immer wieder dasselbe. So, und als wir dann auf die Insel wieder tatsächlich zurückgekommen sind, also mein Kind musste ich nie überreden, die hat immer gesagt, sie will hier runter und... Was natürlich erstmal ein bisschen schwierig war mit Schule, hatten wir alle Engel auf unserer Seite. Alles wurde schnell geklärt und wurde angenommen in der Agora-Schule und war alles super. Hat geklappt, hat man, wie gesagt, uns eine Woche Zeit gelassen zum Überlegen oder ein längeres Wochenende. Und 3 Wochen später war Umzugswagen, Wohnung weg, alles weg und waren hier. Und das ist natürlich, wir sind im August angekommen bei 40 Grad und Auto wie die Zigeuner vollgepackt und sind im Portal in der Wohnung gewesen und haben uns erstmal gefreut und schön warm und toll und so, naja. Und dann kamen die Wintermonate und dann war die Wohnung kalt und feucht und die Türen, nie wie man es in Deutschland gewohnt war, sondern wie solche Papptüren, solche ja. Von 50er Jahre und also zog es rein. Da haben wir immer gedacht, ja, die haben ja auch riesen Spalten, ne? Da kannst du eine Kerze hinstellen. Ja, also das war ganz, ganz schlimm. Die Kakerlaken gingen ein und aus. Oh. Also Horror war das. Also da habe ich auch jede Nacht in mein Bettchen geweint. Man wollte da weg. Und dann kommt man schon ans Grübeln, hat man es richtig gemacht, nie richtig gemacht und hat man ein schlechtes Gewissen. Ich immer mein Kind gefragt, Mensch. Und sie immer, nein, ist alles schön und gut, ja, dann ziehen wir uns eben ein bisschen wärmer an. Also ich war völlig entspannt und ich hatte da ein bisschen schlechtes Gewissen, aber man macht sich als Elternteil wahrscheinlich mehr Sorgen, als es ist. Man vergisst diesen jugendlichen Leichtsinn, den wir auch schon hatten, dann ist das Pflichtbewusstsein da. Naja, und jedenfalls, das hatten wir dann überstanden und alles, dann kam die Quarantäne, dann war Online-Schule angesagt, das war natürlich dann ganz entspannt, ich war daheim, man hat sich erstmal ums Leben gekümmert, um was man sonst keine Zeit hatte und hat erstmal den Druck abgelassen und kam zur Entspannung. Und ja, und dann ging eben, das war auf selbstständiger Basis und dann ging das dann so halt erstmal so weiter. Aber dann hast du angefangen, zu Hause dann zu arbeiten. Na, da ging das nicht. Also weil das, die, klein, Wohnung, ne? Die Wohnung war bescheiden, auf Deutsch gesagt. So. Und dann sind wir vor einem Jahr sind wir nach Sonderponza gezogen und da haben wir ein schönes so ein Chalet. Und den Wintergarten habe ich mir umfunktioniert als Arbeitsraum. Und dann habe ich so langsam angefangen, Werbung zu machen mit Mund-zu-Mund-Propaganda und dadurch ist es ganz gut angelaufen, mal mehr, mal weniger. Das wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, ich fange an und die Leute rennen mir die Bude ein. Das ist es natürlich nicht, aber man kann so überleben und ja, die Kosten sind alle gedeckt und hat zufriedene Kunden und es wird eben täglich auch mehr. Und jetzt kommt der Punkt, jetzt habe ich was ganz brandneues, das ist so Fadenlifting, Goldkollagen-Fadenlifting. Ja, da wollte ich nochmal drauf genau, einsteigen, du hast, das ist wie so eine Weltneuheit, das hast genau, du gerade bei mir gemacht. Genau, und das ist sowas ganz Tolles, da kann man Fältchen kletten, aufpolstern mit dem Kollagen, ohne Schmerzen, ohne weh zu tun, ist natürlich ein bisschen langwieriger Prozess, das muss man so 2-3 Mal wiederholen und hat aber sehr, sehr gute Erfolge. Also das Fadenlifting kannte ich nur so, nun bin ich ja irgendwie seit 2 Jahren nicht mehr so fit in der Beauty-Szene drin, ne? Deswegen ist es an mir vorbeigegangen, aber als du mir das davon erzählt hast, habe ich natürlich erstmal recherchiert und also jetzt nur für die Zuhörer, die es nicht kennen, ein Fadenlifting dürfen normalerweise, also das
herkömmliche Fadenlifting dürfen nur Heilpraktiker oder eben Ärzte legen, weil du unter die Haut mit einer Nadel rein musst und da ziehst du einen Faden und somit spannst du die Haut wieder da, wo sie hingehört. Also genau, also sehr schmerzhaft. Genau, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe das mal, ich habe ja schon fast alles ausprobiert, was in der Beauty-Branche muss man alles auch ausprobieren. Unter den Kollegen auch ist man immer umgefallen. Genau, und der Unterschied, wo ich jetzt hin möchte, ist bei dir, das tut überhaupt nicht weh, es ist wirklich eine angenehme Behandlung. Du legst einen goldenen Kollagenfaden in die ins Fältchen rein, wo vorneweg ein speziell dazu entwickeltes Serum hergestellt wird. Dieses Serum tröpfelt man in die Hautfalte ein und diesen Faden legt man dann sofort auf dieses Fältchen mit dem Serum und wird sofort in einem Schnellverfahren einmassiert. Das schmilzt, dieser Faden schmilzt und verschmilzt mit der Haut. Mit der Haut. Das Kollagen geht in die Haut rein, das wird dann aufgepolstert und man hat schon einen Soforteffekt nach 30, 35 Minuten. Das muss man natürlich dann nach 10 Tagen wiederholen, damit man das intensivieren kann. Weil wenn man das nur einmal macht bei den kleinen Fältchen, ist es zu schwach. Das muss schon ein-, zweimal wiederholt werden, bei tieferen Fällen auch ein viertes Mal. Dann ist aber eine Haltbarkeit von 4 bis 5 Monaten. Man kann aber jederzeit das Fältchen separat dieses Fadenlifting wiederholen. Und das ist das Tolle jetzt, weil ich jetzt nicht alle 10 Tage zu dir komme, weil für mich ist es wirklich eine Weltreise hierher. Also ich komme jetzt noch ein paar Mal, weil ich hier noch ein paar Interviews habe. Hast du so ein Home-Kit für mich, dass ich das zu Hause bei mir selber anwenden kann, um in diesem 10-Tages-Bereich zu bleiben und dann kann man, mich selber behandeln kann? Quasi. Genau, da gibt es so ein Home-Kit und da ist mit Beschreibung, wie es funktioniert. Bei Fragen kann man mich immer anrufen oder wir können mit Videoübertragung das machen, dass man das zeigt, wie es funktioniert, obwohl es also eine ganz gute Beschreibung ist, aber viele, das ist ja eine kleine Technik mit dabei, wie man es spannt und dass man nicht zu viel Serum benutzt, kann man das sehr gut selbstständig einarbeiten und man hat dann auch so einen Glow-Effekt durch dieses Gold, diese Goldpartikel, die an dem Seidenfaden sind. Wenn man das einmassiert, verreibt man ja diese Goldpartikel rundherum um dieses kleine Areal von dieser Falte. Dadurch hat man einen schönen Glow-Effekt schon. Ne? Und das sieht schon super aus, man sieht frisch aus und das macht einen kleinen Wow-Effekt. Ja. Sensationell. Ich bin begeistert und gespannt. Also du hast mir jetzt gerade ein paar Fältchen weggemacht. Ich habe noch nicht ins Spiegel geguckt. Was Tolle daran finde ich, dass es wirklich für Männer auch toll geeignet ist. Denn Männer sind immer sehr, sehr zimperlich, genau, was Schmerzen angeht für die Schönheit. Und da hast du jetzt gleich zwei Sachen, die du bei Männern machst. Einmal die Haarpigmentation und eben dann noch die Falten weg. Das finde ich sensationell. Genau, und bei diesem Fadenlifting ist es ja so, ist ja nie wie bei Botox oder wenn man sich Hyaluron spritzt, dass man dann, wenn man das zum verändert Beispiel nicht an die Mimik, ne? An der Stirn spritzt, dass es steif ist, sondern man kann mit dem Fadenlifting Mimik machen, aber man hat nicht das Gefühl, dass man so Stirnfalten oder die Augen so Fältchen ziehen muss, weil da ist, man spürt das, wie es, wenn man was, also man spürt, man hat was gemacht, da ist wie so ein bisschen ein Zug in der Haut, aber man kann trotz allem immer Mimik machen, aber man hat nicht das Verlangen, so Stirn zu runzeln, sage ich jetzt mal so. Ne? Verstehe ich? Mm-hmm. Ja? Ne? Also ich kann jetzt Mimik machen, wie bei mir, aber ich habe nie das Gefühl. Ne? Mm-hmm. Also weil ich habe jetzt vor 2 Wochen mir was hier gemacht. Deine Stirn sieht super aus, also super glatt. Und bin nie unterspritzt. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt das letzte Mal mich unterspritzen lassen. Das war, bevor ich auf die Insel kam, 2019 im Mai. Und war sonst immer alle halben Jahre. Ne? Und bei mir war es eben so, ich habe gesucht, wo kann ich mich unterspritzen lassen. Habe jetzt aber nichts hier gefunden gehabt. Und da hat mich dann eine Bekannte über Facebook angeschrieben, durch Zufall, und hat gesagt, du,
hast du eine Lust, hast du Interesse und guck dir das mal an. Das ist was Tolles. Spannend. So, und mein Ziel wäre es eigentlich, jeden ans Herz zu legen, ob das Kosmetikerinnen sind oder Nagelmodellistinnen, die Friseurläden oder sonstiges, die alle ein bisschen was machen oder einen Stuhl haben. Man kann das ruckzuck auch im Sitzen machen bei einer Kundin, bei sich selbst. Also für jedermann. Und das wäre für mich das Anliegen, dass jede Frau oder jeder Mann vielleicht so ein Homekit oder Kosmetikstudios mit in ihrem Bereich mit involvieren können. Dass als Zusatzgeschäft, ne? Als Zusatzeinkommen, weil gerade in der Branche jetzt ist ja schwer, jeder kämpft um jede Mark, um Geld zu verdienen. Und es kann jeder toll aussehen, kann jeder faltenfrei sein, wie er möchte, ohne dass man immer so viel Geld ausgeben muss. Schöner Ansatz. Also, wer mehr darüber erfahren möchte, der kann dann gern bei Ines auf Facebook gucken. Ich werde das alles hier verlinken. Und ich werde das jetzt auch testen. Und wenn meine Begeisterung hält, werde ich das sowieso wieder anbieten. Ich mache ja ein paar Behandlungen auf der Wellness-Finca. Dann werde ich das mit integrieren. Denn das Tolle ist, das kann man wirklich auch bei den Urlauberinnen machen oder Urlauber, bei allen. Also bei den Männlein wie bei den Weiblein. Vor allen Dingen, was immer ganz schlimm ist im Urlaub, ist die Zornesfalte, weil man ja immer ständig in diese tolle Sonne gucken muss. Und das kann ich super bei mir auch auf der Wellness-Finca integrieren. So, das war mal zu dem Werbeblock. Jetzt möchte ich noch gern von dir wissen, hast du quasi so dein Home-Studio hier in Santa Ponsa. Ey, sensationell. Also der Blick hier von der Liege aus. Also wirklich, bin begeistert, wie man dich denn findet. Ich werde alles von dir verlinken. Vielleicht auch deine Handynummer, dass die dich gleich anrufen können, falls ihr einen Termin haben wollt in Santa Ponsa. Für Colorado, ja, da bin ich dann zuständig. Und dann könnt ihr euch hier behandeln lassen. Also dann hast du ja diese Wohnung, nachdem du aus deinem aus deiner feuchten Wohnung ausgezogen bist, hast du diese Wohnung hier gefunden, die wirklich ist wie so ein Chalet, sagst du, genau, das ist ein Chalet. Ganz toll. Ja. Wie hast du die gefunden? Wie findet man sowas? Also das war auch ein absoluter Zufall. Ich habe ja immer im Idealista geguckt und die ganzen Immobilienbüros, und wir haben uns so viele Wohnungen angeschaut, und das war vom Preis her alles überteuert und. Und dann habe ich dann auch so gesagt, also jetzt müssen wir irgendwie entweder oder, sonst drehe ich durch. Ne? Mein Kind war dann auch schon ein bisschen genervt, und dann war das war ja nun Januar, arschkalt überall. Und mitten in der Nacht konnte ich dann nicht schlafen, und manchmal hat man dann ja so ein, wie so ein Engelchen, der einen ins Ohr was flüstert. Und da gucke ich Facebook, ich habe nie im Facebook irgendetwas gemacht oder irgendwas, oder Instagram war überhaupt nicht mein Ding, also das einzige WhatsApp, und das hat mir gereicht. Und dann gucke ich auf Facebook, habe mich angemeldet und schaue, da sehe ich Immobilien, und da gucke ich mal nach Mieten. Und da stand dieses Chalet hier drin, haben die das an dem Tag reingesetzt. Und es war mitten in der Nacht, ich glaube 2:30. Und dann habe ich so gedacht, boah, die Ecke kenne ich, obwohl ich eigentlich nie nach Santa Ponsa wollte. Ich wollte eigentlich immer ein bisschen ursprünglich in Portals bleiben, aber war einfach viel zu teuer, und Cala Mayor, San Agustin war mir wieder zu weit weg, und wollte hier eigentlich schon ein bisschen in der Region Calvia bleiben. Naja, und jedenfalls habe ich mir das abfotografiert, und nächsten Tag sind wir dann in der Früh hergefahren und habe ich gesucht nach dem Blick. Und haben dann hier diese Anlage gefunden, durch Zufall mit. Und habe dann hier überall Sturm geklingelt, bei den Nachbarn. Und dann hat mir eine Spanierin aufgemacht und habe dann so eben halt nur gesagt, kann das sein, dass hier irgendwo was zu vermieten ist, freies? Und ich sagte mir dann eben da oben. Und dann habe ich sie gebeten, dass mir die Nummer gibt von dem Vermieter oder wie auch immer. Weil ich wollte natürlich nicht unbedingt über die Maklerei gehen, weil dann, ne, bis jetzt gleich mal 1,5 Courtage weg. Manche nehmen ja 2 Courtage. Und da sagt sie, nee, das ist auch mein Vermieter, und hat ihn sofort angesimst. Ja, und nächsten Tag haben wir dann
nee, oder am selben Tag sogar, nachmittags um 4 haben wir uns verabredet, sind wir reingekommen und war Persianer zu, alles zu. Ich bin mit meinem Kind rein, ich sage, alles klar, das nehme ich. Und er, und ich sage, das ist genau mein Ding. Ich sage, drehe mich zu meinem Kind rum, gefällt dir? Ja, wollen wir haben. Und er sagte, ja, musst du erst mal gucken, wo du hier rausguckst. Also wir haben nichts weiter gewusst. Ich hatte nur die Fotos gesehen, was da in diesem Facebook da drin war. War okay, und aber da stand auch drin, Nordost ausgerichtet. Da habe ich ja gedacht, kommt nie Sonne ran. Und dann hatten wir aber schon, wir haben vom Parkplatz in der Früh aus, bin ich die Mauer hochgeklettert, habe so ein bisschen geirrt, ne? Neugierig, wie man ist als Deutsche. Und da wusste ich schon ungefähr, was mich erwartet. Ja, und dann macht er die Persiane auf und die Türen auf. Und da habe ich ja, genau, das ist es. Und das ist eben, wie man manchmal hat. Man kommt wohin und dann sieht man ein Strahlen. Oder wusste ich, es war eine positive Aura und mir ist ganz warm geworden. Und wir waren ja gleich begeistert. Naja, und unser Vermieter dann, also jetziger Vermieter, sagt er, das könnt ihr mal erst mal angucken, ob dir das gefällt. Ich sage, ja, das gefällt mir. Da hat man nicht immer gesehen, wie die Schlafzimmer aussehen. Und ja, der Blick ist sensationell. Und auf welches Buch guckst du jetzt hier genau? Sander Ponsa, okay. Direkt Sander Ponsa. Und von der anderen Seite auf Costa della Calma. Man muss immer gucken, da gucke ich auf die Berge. Schön. Also auf den Galazzo eigentlich. Ja. Wirklich? Nee, und es ist hier so ruhig und also friedlich und wir sind so glücklich. Also es ist nach 2 Jahren fürchterlichen Wohnen sind wir jetzt sehr glücklich. Und alles trocken hier. Und trocken, das ist das Wichtigste. Und die Nachbarschaft, sind es mehr Spanier oder mehr Deutsch oder wie ist das hier? Gemischt. Deutsch und Spanisch, aber ganz nette. Also wir haben da wirklich echt hier ein bisschen Glück. Mhm. Ne? Also das ist schon echt ein bisschen Glück. Es war etwas teurer geworden, als wir veranschlagt hatten. Wir haben auch gesagt, so bis die Summe X und leider etwas teurer, aber dafür habe ich eben meinen Wintergarten, den ich als Arbeitsraum benutzen kann. Wollte gerade sagen, ne? Also wenn du jetzt nochmal einen Laden lokal mieten würdest für dein Business, dann, ne? So habe ich ja auch immer, ich habe ja auch früher mein Studio im Haus gehabt, weil ich auch wie du, wir haben ja viele Parallelen, auch wie du alleinerziehend war. Jetzt mein Sohn ja groß, aber da ist es, deine Tochter ist jetzt auch groß, aber da ist es zu Hause arbeiten, ist schon toll, weil man spart wirklich viel Zeit vom Hin- und Herfahren und eben auch viele Kosten für die Miete. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen schöner wohnen, wenn man das alles unter einem Dach haben kann. Genau, also mit einem Ladenlokal musst du ja auch auf jeden Fall mit 1000 Euro rechnen. Das mindestens. Ist das Mindeste, wollte ich schon sagen. Und Traspasso. Wenn man so, also außer man hat jetzt so Glück, dass man vom Eigentümer mietet, aber wenn du das schaffst, dann musst du natürlich, da hast du eine leere Garage und musst natürlich erstmal umbauen. Ja, ja, also bist du genau, kommt dasselbe raus und musst dann immer hin und her fahren und so ist man daheim und das ist schon irgendwo ein Luxus, den man sich da genehmigen darf, muss ich mal so sagen. Ja, vor allem, wenn es nicht so gut läuft durch Corona. Genau, du musst den ganzen Tag sonst im Laden sitzen, auf Kunden warten und hier bist du zu Hause. Genau, und dann muss man sich so dermaßen positiv motivieren, so hat man da, ist irgendwie noch was anderes. Wenn man zu Hause ist, dann da kann man friedlich sein, wenn du dann im Laden bist, wo nichts läuft. Da kann man auch schnell depressiv werden. Ne? Und dann wird man vielleicht noch wirsch zu der Kundin, wenn mal jemand kommt. Und so ist es, so ist man zu Hause, man hat seine Umgebung, freue mich jeden Tag an, ob das an die Pflanzen ist, ob das mein Arbeitsraum ist oder die Umgebung ist, die Sonne, das Meer. Und da ist man dann schon positiv gestimmt und man ist ja dann noch entspannter. Mhm. No. Ja, und das ist wirklich schön bei dir. Ja. Also, Dankeschön. Oh, meine Liebe. Aber nochmal, willst du die Insel nicht verlassen, oder? Nein. Also jetzt auch da haben wir wieder eine Parallele. Ja, doch, der Plan. Also ich wollte damals schon nie die Insel verlassen. Ich habe immer jeden Tag mich erfreut, wenn ich Richtung Meer gefahren bin. Ich wollte die Insel nie verlassen, nie. Aber dann, was man manchmal für die Liebe tut, wenn man etwas blind daherschaut. Aber da hat man gedacht, okay, das ist so. Und wenn man da mal schwanger ist, dann sind das die Hormone. Jetzt ja, man ist ja auch ein Heil in der Familie. Jetzt ist man ja wieder ein bisschen schlauer geworden. Ja. Die Hormonzeit, die Wallungen sind auch überstanden. Und jetzt schauen wir nach vorn.
und hoffen auf ein tolles Jahr 2022. Ja, dass es auf jeden Fall viel besser für alle wird, dass alle ihre Geschäfte wieder aufmachen können, gute Umsätze machen können, dass die Tourismusbranche anläuft und alle friedlich sind und die Kriminalität wegbleibt und das alles. Das wird schon ein schönes Jahr. Ja. Also das letzte Jahr war auch nicht so schlecht für die Touristik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also machst du dann auch, wenn es denn wieder gehen würde, musst du Urlaub machen oder sagst du, der Blick hier von meiner Terrasse aus reicht mir, wenn also ich das sehe, ist das für mich Erholung. Das reicht mir total. Ja. Ne? Also für mich ist Urlaub, wenn ich mir nur schon mal so ein kleines Motorbötchen da ausleihen kann und da fahren kann oder mich nimmt mal jemand mit. Und Skiurlaub? Früher warst du, hast du gesagt, warst du oft im Skiurlaub? Also das, fehlt dir das? Das oder machst fehlt du das? Mir schon, das würde ich gern machen, aber wir wollten eigentlich dieses Jahr mal eine Woche in Skiurlaub fahren, aber durch dieses Corona, also man muss es nicht herausprovozieren, ne? Und Aber du bist schon so ein Schneemensch auch, das brauchst du auch. Ja, also Skifahren finde ich schon extrem super. Mhm. Ne? Also ich würde schon gerne eine Woche Skifahren gehen, aber dann sehe ich wieder eine Woche Skifahren mit zwei Personen, da muss ich einen Hund mitnehmen oder ich lasse ihn wieder irgendwo. Also da bist du dann gleich mal bei 2.500 Euro, muss ich dann ehrlich sagen. Dann denke ich ans Sparprogramm und dann sage ich mir, wir sind früher fast jedes Wochenende zum Skifahren gegangen, dann fährt man mal nicht Ski. Ne? Dann wartet man eben noch ein, zwei Jahre und sitzt man wird in der Sonne. Man wird auch immer älter und die Risiken werden immer schlimmer. Dann wird man ein bisschen ängstlicher und ich sag mal, okay, das ist ein sehr gefährlicher Sport. Also man kann auch hier vieles machen. Da fährt man hier eben Wasserski, das ist auch so was Ähnliches. Im Sommer, klar, im Winter nicht. Aber was ich ja immer gerne mache, ist Stand-Up-Paddeln. Auch jetzt. Ich habe mir jetzt einen Anzug gekauft. Schön. Und wenn es dann so sieht, auch heute super sehr beste Wetter. Kein Wind, keine Wellen und dann ein bisschen rumpaddeln, das macht recht. Und wenn es dann wellig wird, dann muss man eben Wellenreiten machen. Also es gibt ja genug Möglichkeiten. Ja, es gibt schon viel. Man kann ja auch noch mal entspannt aufs Meer schauen. Ja, das reicht, ne? Für uns. Mir reicht das auch. Okay, schön, meine Liebe. Das war doch mal eine sehr interessante Geschichte. Wie gesagt, was das Beauty betrifft, da lasse ich mich jetzt noch mal überzeugen. Da können wir bestimmt noch mal weiter zusammenarbeiten. Denn ich bin immer offen für was Neues. Auch meinen Gästen immer was Neues anzubieten. Zum Permanent-Make-up komme ich dann auch zum Auffrischen mal zu dir. Möchtest du noch, du hast das letzte Wort, möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern sagen, zum Beispiel für jemanden, der auch mit den Gedanken spielt, auszuwandern? Hast du da einen Tipp? Oder sagst du einfach machen? Wenn man jung ist, du warst ja auch jung damals. Also ich habe das ja zweimal das Machen getan. Ne? Ja. Also das Finanzielle. War das ein Unterschied eigentlich zum ersten Mal? Mit Kind hat man noch mehr andere Verantwortung. Das erste Mal war ja ganz chaotisch. Also da... Ich bin mit einer Freundin hierher gefahren, also sie hatte hier eine kleine Wohnung, sind wir hergefahren für ein Wochenende. Da war natürlich Halligalli angesagt, klar, nur hoch die Tassen. Und im Alkohol, so bin ich das erste Mal hergekommen, haben wir so wie Blutsbrüderschaft gemacht, muss ich gestehen. Und haben gesagt, wir gehen eine Saison hier runter. Aber warst du schon? Achso, okay. Und dann sind wir zurück nach Deutschland. Da hatte ich ja das Nagelstudio und alles vergessen. Und dann kommt sie dann, meine Freundin, zwei Wochen später, sagt sie, du weißt schon, was wir hier gemacht haben, hier mit deiner Unterschrift und alles. Und ich eben völlig planlos, völlig vergessen, wie das so ist. Und jedenfalls, dann habe ich gesagt, okay, ich stehe zu meinem Wort. So, dann habe ich mit dem Nagelstudio eine Nachfolgerin gefunden, die sich dafür einsetzt. Und aufpasst, habe ich gesagt, okay, 2-3 Monate bin ich weg, Sommermonate, wir gehen hier runter und dann komme ich wieder. Ja, und dann bin ich hier runter und dann bin ich hier geblieben. Also aus den 2-3 Monaten waren dann 10 Jahre. Ja, aber da war man jung, da hat man nichts zu verlieren. Man hat keine Verantwortung für irgendjemanden. Naja, aber ich hatte schon eine Firma mit 2 Angestellten. Also das war schon, und meine Wohnung. Ich bin dann einmal nur runtergeflogen. Meine Mutter mit meinem Vater, wir haben da alles zusammengepackt. Die haben alles in ihrem Gartengrundstück alles eingelagert. 20 Kisten.
Und das andere habe ich dann verkaufen können. Die Wohnung, die habe ich weiter vermieten können. Und also das war auch eine ganz große Hauruck-Aktion. Dann die, das Geschäft habe ich verkauft, jemanden gegeben. Also das war alles innerhalb von 3 Tagen war das erledigt. Und dann bin ich halt wieder zurück. Also, aber ein Tipp nur, wenn jemand auswandern möchte, erst wirklich schauen, wohin des Wegs. Es gibt ja vieles, viele Ortschaften. Die Südwestküste ist natürlich da, wo es meist los ist. Es ist immer ein bisschen schöner vom Wetter her, obwohl Santani ist ja auch wunderschön. Aber die Preise variieren und es wird überall ein bisschen teurer. Und wenn man sich was sucht zum Wohnen, bitte immer südlich schauen wegen der Wohnung, der Ausrichtung, weil die Wintermonate sind sehr, sehr kalt, sind länger als früher. Das geht hier schon im November los, manchmal ja, im Oktober Ende Oktober musst du schon anfangen zu heizen. Ja, ja. Und Heizkörper sind wenig in den Wohnungen. Der Strom ist extremst teuer geworden seit einem Jahr. Also das muss man alles ein bisschen abwägen, ne? Und wenn man meint, man kann sich jetzt hier eine mit 2 Schlafzimmerwohnung für 700 Euro bekommt man dann vielleicht Glück oder in der Pampa, das muss man dann wissen. Und also es ist schon immer gut, wenn man erst mal schaut, wohin des Wegs, vielleicht schon sich genau anschaut, nicht wie ich auf blind eine Wohnung mietet, sondern sich das schon alles anschaut, wann die Sonne scheint, ja, wie sie reinscheint, ja, und wie die Fenster und Türen sind und Strom und alles, und den Vertrag richtig prüfen und vor allen Dingen wegen der Arbeit, ne, dass das alles ein bisschen gewährleistet ist, Schüler, dass die Kinder untergebracht sind und ja, und ansonsten Glück und Lebensfreude und positives Denken und dann klappt das alles. Das hast du schön gesagt. Ja, da waren wichtige Tipps dabei. Was ihr im Hintergrund hört, ist dein Hund. Wie heißt dein Hund? Ja, das ist der Gino. Der Gino, kleiner. Ja. Ist das Cocker Spanier oder was? Nee, das ist ein Yorkshire. Ah, meine ich auch, ein Yorkshire. Ein der Cocker Spanier will jetzt bespielt werden. Bespaßt werden. Wie alt ist er? Der wird jetzt 8. Süß. Ja, ganz lieber. Den haben wir vom Tierschutz. Der hatte nicht so eine schöne Kindheit, den haben wir mit 1,5 Jahren bekommen. Aber ist jetzt ein ganz, ganz lieber, zutraulicher. Ja, hat jetzt auch ein schönes Zuhause, ne? Eine schöne, ja, Mami. Super. Ja. Gut, meine Liebe, ich danke dir für deine Geschichte, für deine Einladung. Und ja, wir sehen und hören uns auf jeden Fall. Also. Es war wunderbar, dich kennenlernen zu dürfen. Und ich muss auch dem Michael Mann noch mal vielen Dank sagen, dass er den Kontakt hergestellt hat, ja, den wir durch Zufall auch kennengelernt hatten. Gibt ja keine Zufälle. Durch eine Freundin von mir, die ihn schon kannte. Und so sind wir uns, durften wir uns kennenlernen und näher kommen, im Gespräch natürlich nur. Und, nee, dass da falsch verstanden wird. Ja, und zwar wunderbar, dich kennenlernen zu dürfen, und hat mich gefreut. Ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, und ich freue mich auch auf deinen Kontakt. Also, ihr Lieben, das war's denn. Wir sagen Tschüss und bis bald. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, abonnier unseren Mallorca Lovers Podcast. Und wenn auch du Mallorca-Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.